hier in diesem Film geht man 2,5 Stunden mit den Charakteren mit, deren Leben sich im Auge des Orkans, der sich Krieg nennt, abspielt. Er zeigt das, was Krieg bedeutet. Und das ist Tod und Schmerz und Schrecken. Da braucht es vielleicht immer wieder eine Erinnerung, dass wir uns vielleicht ändern müssen. Herzlich willkommen, ihr seht Spätvorstellung, das Kinomagazin, und wir stehen heute hier am grünen Teppich vom Zürich Film Festival zur Premiere von Im Westen nichts Neues. Genau, und das ist der Film, der für Deutschland ins Oscar-Rennen geht, und aus dem Cast werden heute Abend hier sein Felix Kammerer, Edin Hasanovic und auch Daniel Brühl. Aber erstmal seht ihr, worum es in dem Film überhaupt geht. Frühjahr 1917. Paul Bäumer und seine Freunde können es kaum erwarten, in den Krieg zu ziehen und den Sieg davon zu tragen. Doch die Euphorie hält nicht lange. Als sie nach tagelangem Marsch an der Westfront ankommen, werden sie mit Schrecken, Leid und der brutalen Realität konfrontiert und kämpfen in den Schützengräben verzweifelt um ihr Leben. Du musst jetzt tapfer sein. Für die, die es nicht geschafft haben. Für uns alle. Im Westen nichts Neues basiert auf dem gleichnamigen Roman von Erich Maria Remarque, der bereits 1930 und 1979 verfilmt wurde. Edin Hasanovic und Newcomer Felix Kammerer verkörpern in der Neuauflage zwei Soldaten. In dem Film gibt es sowohl physisch sehr anspruchsvolle Szenen als auch sehr starke Charakterszenen. Welche war denn für euch die herausforderndste? Also bei mir war eine herausfordernde, von der ich noch nicht sprechen darf, weil sie ziemlich im letzten Drittel des Filmes passiert. Um nicht zu spoilern, behalte ich das für mich. Aber wenn man den Film sieht, wird man, glaube ich, sehen und verstehen, was ich meine. Ja, ich kann mich da jetzt gar nicht so entscheiden. Ich war ein bisschen überfordert mit der ganzen Situation. Das erste Mal wirklich vor der Kamera und dann so ein Ding. Und es hat aber einen riesen Spaß gemacht. Ich wüsste jetzt aber nicht, was das Herausforderndste war. Es war eigentlich der ganze Film. Warum ist es denn so wichtig, Krieg immer wieder in Filmen auch zu thematisieren? Naja, ich glaube, wir sehen das jetzt aktuell einfach am allerbesten. Es ist, traurigerweise hört es einfach nicht auf. Wir wiederholen uns die ganze Zeit und da braucht es vielleicht immer wieder eine Erinnerung, dass wir uns vielleicht ändern müssen, weil so kann es nicht wirklich weitergehen. Ich glaube, dadurch, dass wir gerade ganz viel Krieg in den Nachrichten sehen, berührt uns das nicht mehr. Und hier in diesem Film geht man 2,5 Stunden mit den Charakteren mit, deren Leben sich im Auge des Orkans, der sich Krieg nennt, abspielt. Und da fangen wir an mitzufühlen und Empathie zu entwickeln. Und ich glaube, wenn wir diese Empathie auch bei den Nachrichten, bei all den Dingen, die um uns herum in echt passieren, entwickeln würden, würde sich, glaube ich, zumindest in meiner naiven Welt ein bisschen was verändern. Wir bleiben zusammen, ja, Paul? Wir bleiben zusammen. Geschrieben und inszeniert hat das erste Weltkriegsdrama Edward Berger. Im Film gibt es ja gerade so bei den ganzen Kriegsszenen sehr, sehr eindringliche, intensive Szenen. Wie schwierig ist es aus der Sicht eines Regisseurs, solche Szenen zu inszenieren, dass man auch immer noch was Neues schafft, ohne jetzt vielleicht an andere Kriegsfilme erinnert zu werden? Das war immer, beim Schreiben war das eigentlich schon so, dass ich viele Filme natürlich gesehen habe, aber immer dachte, was macht unseren Film besonders? Und da muss man natürlich suchen und einfach gucken. Und vor allen Dingen war für mich wichtig, immer das Gefühl zu haben, dass ich in Paul Bäumers Schuhen bin. Und das, glaube ich, war auch der Versuch, anders zu sein als andere Filme, dass wir immer mit dieser Figur mitfiebern, immer in deren Schuhen sind und immer einfach denken, das bin ich, und das auch so hautnah wie möglich miterleben. Und das war eigentlich die Hauptmotivation, die hauptvisuelle Guideline im Grunde, die uns durch den Film geführt hat. Wir haben 72 Stunden Zeit, meine Herren, und jede Minute, die wir hier mit Reden vergeuden, stirbt ein weiterer Soldat. Erlangen wir Gnade, wo wir können, aber um Gottes Willen schließen wir Frieden. Daniel Brühl verkörpert den Politiker Matthias Erzberger, der im Roman nicht vorkam. Außerdem hat er den Film mitproduziert. Was würdest du sagen, ist so generell der wichtigste Aspekt in dem Film Im Westen nichts Neues?
Es ist die Botschaft, die Essenz von Erich Maria Remarques Roman, der sich wirklich auch in unserem Film toll übersetzt wurde von Edward Berger. Das ist den Schrecken des Krieges zu erzählen und die Tatsache, dass es keinen Gewinner im Krieg gibt. Auch diese vermeintlichen Gewinner oder die den Krieg überlebt haben, deren Leben werden auf ewig geschädigt sein. Und leider hat uns die Realität eingeholt. Das wussten wir noch nicht, als wir den Film anfingen, aber wir sehen ja jetzt, was passiert. Und zwar auf beiden Seiten. Ne? Das ist ein Film, der keine Partei ergreift, ne? Der sich nicht auf irgendeine Seite stellt und da irgendwas verherrlicht, sondern er zeigt das, was Krieg bedeutet. Und das ist Tod und Schmerz und Schrecken. Und dazu wird es interessant sein, weil eine Ebene miterzählt wird, die es im Roman nicht gegeben hat. Sowas finde ich immer toll, wenn ein Film sich das traut, eine moderne Adaption, die das Ganze auch noch geschichtlich und historisch auch nochmal auf eine größere Bühne hebt. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Film, vor allen Dingen auch für die jungen Leute. Das würde ich mir wünschen. Also junge Leute, die vielleicht auch nicht den Roman gelesen haben. Und wenn das in den Schulen zum Beispiel als Geschichtsstoff durchgenommen wird und behandelt wird, das wäre mir echt ein Anliegen. Was bedeutet es dir persönlich, dass du jetzt in einem Film mitgewirkt hast, der deutsche Oscar-Kandidat ist? Also dieses ganze Projekt macht mich wahnsinnig stolz. Ich sage das ganz ehrlich, ne? Nicht, weil ich hier gerade hinstehe und das immer erzähle. Ich bin ziemlich kritisch mit den Sachen, die ich mache und ich war selten so stolz auf ein Projekt, bei dem ich mitgewirkt habe. Muss ich ganz wirklich sagen. Bin ganz furchtbar, das hat jetzt auch nicht so viel mit mir zu tun. Bin einfach nur froh, dass ich dabei bin, dass ich das unterstützen konnte. Das bedeutet für unsere Firma und für meinen Partner und Freund Malte Gruner natürlich wahnsinnig viel. Aber ich bin vor allen Dingen wahnsinnig glücklich mit diesem Resultat. Das ist ein runder, sehr gelungener, starker Film, der nachhalt, der beeindruckt und berührt. Deshalb kann ich nur jedem ans Herz legen, den auch wirklich zu schauen. Der Film ist deutscher Oscar-Kandidat. Was bedeutet das für euch? Ja, so langsam. Ja. Noch. Also wir haben den ersten. Deutsche Aussendung. Genau, der erste von vielen Schritten, aber es ist natürlich eine unfassbare Ehre. Na, wie sagt man? Ehe. Siehst du, ich ist eine Ehe mit dem Oscar jetzt schon. Ja. Er ist eine Ehre natürlich, oder? Es ist eine Riesenehre. Und es ist ein erster Schritt und darüber kann man sich freuen. Wie es weitergeht, werden wir dann sowieso sehen. Und wir freuen uns sehr, dass wir ihn gewonnen haben. Kann man ja jetzt schon mal. Falls wir ihn gewinnen, dann habt ihr das schon mal. Erstmal freue ich mich, aber hauptsächlich freue ich mich, weil der Film dadurch natürlich eine größere Aufmerksamkeit bekommt und einfach weiter gezeigt wird in mehreren Ländern. Mit mehr Aufmerksamkeit und mehr Zuschauern, mehr Journalisten, mehr Votern, die diesen Film schauen oder wählen denn für die Academy. Und das ist eigentlich erstmal der Hauptgrund. Und das ist aber erstmal ganz der Anfang vom langen Weg und mal gucken, wo das hinführt. Wir sind jetzt an der Westfront. Das war's hier von der Premiere zu Im Westen nichts Neues. Und wenn ihr jetzt neugierig geworden seid auf den Film, er startet am 28. Oktober auf Netflix.